Einen wunderschönen guten Morgen. Das heutige Video entsteht ganz spontan, weil alles heute ganz spontan ist. Es ist Mittwoch, ich habe frei. Eigentlich wollte ich mir heute intensiv Zeit nehmen für die Uni. Ich habe ein kleines und ein großes Projekt, was ich eigentlich machen muss. Aber ich dachte mir so irgendwie, nee, du willst lieber Zeit mit Kali verbringen. Was für die Uni kannst du irgendwann noch machen. Also nicht im Sinne von irgendwann, wenn es zu spät ist, sondern jetzt vorher noch. Ich kann heute Abend noch genug machen und ich muss noch ein paar Videoaufnahmen machen. Das mache ich dann am Freitag, also alles wird gut. Mir ist es halt echt, also ich fühle mich so schlecht, wenn ich frei habe, nicht arbeiten gehe, sondern nur was für die Uni mache und dann Karl dafür in den Kindergarten stecke. Ich kann das irgendwie nicht so richtig mit meinem Gewissen vereinbaren, weil eigentlich könnte ich ja das Uni-Zeug auch wann anders machen. Und sollte den freien Tag mal dazu nutzen, Zeit mit Kali zu verbringen. Und wir fahren heute in den Sonnenlandpark Lichtenau. Das ist in der Nähe von Chemnitz, ein Freizeitpark. Und eigentlich hatte ich nach einem anderen Park geguckt, aber da muss man vorher online reservieren und kann das dann, also muss es am Tag vorher schon wissen. Und wenn mir die Idee früh beim Aufwachen kommt, naja, dann kann ich das also schlecht vorher buchen. Wir fahren dahin. Ich versuche die Kamera ein bisschen mitzunehmen und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Schönen guten Morgen. Ich habe heute früh nichts weiter gefilmt, weil es einfach viel zu emotional war. Ich habe meinen kleinen Igor abgegeben. Ich habe ein paar Bilder, die kann ich euch noch einblenden. Wir haben auch ein Abschiedsfoto gemacht, also Moritz war mit, weil er hier mit dem Corolla hinterhergefahren ist und mich dann sozusagen da abgeholt hat, beziehungsweise er ist einfach mitgefahren und habe ich ihn dann nach Hause gebracht und so, aber wir brauchten halt ein Auto, um da wegzukommen, weil das war mitten im Nirgendwo, da kannst du nicht mit dem Bus fahren oder so. Genau, wie gesagt, ich habe meinen kleinen Igor abgegeben, ich habe die ganze Fahrt hinzu geheult. Deswegen, ich habe übelst die Kopfschmerzen. Hier fühlt sich das alles übelst verquollen an. Es war so schrecklich, es war so traurig. Und das Problem ist halt einfach, das also war ja als Übergangslösung gedacht. Und ich habe sie als Übergangslösung gekauft, aber keine Ahnung. Ja, ich habe mich mittlerweile wieder ein bisschen beruhigt, sage ich mal. Ich habe mir jetzt die Kennzeichen fürs neue Auto prägen lassen. Die kann ich euch eben zeigen. Auch wenn ich das, also ich hole es ja morgen, das sind erstmal die Kennzeichen und ich weiß ja nicht, ob ihr wisst, was hier auf dem Corolla drauf ist, da ist TH3636 drauf, also es ist jetzt genau andersrum, Buchstaben und Zahlen, ziemlich cool. Genau, die habe ich mir nämlich reserviert. Morgen kommt mein neues Auto, da mache ich aber ein extra Video, morgen früh gehe ich die alte Wohnung ab. Das ist, also, dann werde ich bestimmt auch heulen. Oh mein Gott, was ist hier los? Jedenfalls hole ich jetzt gleich Karl ab. Er ist dann heute Mittagskind. Und ich hoffe, dass er mich einfach heute Nachmittag noch ganz toll ablenkt und ich nicht so traurig bin, weil ich glaube, ich bin erst nicht mehr traurig, wenn ich morgen mein neues Auto habe. Und ja, naja, es wird schon irgendwie. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.
Im nächsten Video präsentiere ich euch mein neues Auto. Seid sehr gespannt, was das wird. Ich freue mich. Okay, jetzt wo ich so drüber spreche, freue ich mich auch. Aber ich habe so hart Kopfschmerzen. Das ist echt nicht normal. Also wenn man den ganzen Tag heult, dann... Boah. Uncool. Ja, ich stehe übrigens gerade vor der Zulassungsstelle, weil hier sind ja die ganzen Schilderläden. Und da gehe ich dann am Mittwoch hin und melde dann mein Auto um, also mein neues. Oh, ich freue mich so mega, mega, mega dolle. Und irgendwann diese Woche hole ich noch die alten Kennzeichen ab von meinem Citygo. Der Händler oder der das Autohaus, die das angekauft haben, die melden den für mich ab. Dafür muss ich auch nichts bezahlen und so. Ich habe gesagt, die sollen unbedingt Kennzeichen aufheben. Die hole ich dann irgendwie Freitag oder so ab. Und es wird gleich auch nochmal richtig, richtig traurig, wenn da mein E-Uhr da steht. Wahrscheinlich rufen die den Blendstreifen ab, weil der ist ja eigentlich viel zu breit. Ich weiß ja nicht, ob... Jetzt ist es ja nicht mehr mein Auto, das kann ich ja sagen. Der war zu breit, also damit wäre ich auch nicht durch den TÜV gekommen und so. Die rufen bestimmt meinen schönen Kleinstwagenaufkleber ab. Aber gut, dann sehe ich den da nochmal da stehen. Es sei denn, der wurde schon verkauft. Was weiß ich. Genau. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und seid gespannt, was ich mir für ein neues Auto hole morgen.